Hallihallöchen zusammen und willkommen zurück zum Sonic Adventure 1 Let's Play. Die letzten Parts musste ich aufgrund meines Spiels, weil es zu laut ist, musste ich das nachvertonen. Wahrscheinlich merkt man das zwischendurch, weil ich kann auch alles nicht mehr so gut synchronisieren, wie ich das gerne hätte. Auf jeden Fall Big the Cat Story, da verpasst ihr eigentlich wirklich nicht viel. Sprich, dann könnt ihr gleich zu dieser Folge es komplett skippen und euch lieber das interessante Zeug reinziehen, nämlich Gamma Story. Werden wir einfach mal spontan anfangen und ich sag mal noch nicht so viel, sondern lasst euch erstmal den Anfang genießen von der Geschichte. Excellent! All systems, full power! Oh, es ist Eggman. Wo sind wir denn hier? Look at me. I'm your brilliant creator, Dr. Robotnik. You're the second of my E-100 model machines. E-102, codename Gamma. Gamma. That's right. You will now obey only me. So, wir befinden uns in Eggmans Labor und schauen mal direkt, was wir so als Gamma machen können. Wir können herumrennen und das ist extrem schnell, finde ich. Dann können wir mit der Angriffstaste können wir hier einen Scope aktivieren und Sachen anvisieren und dann können wir rumhüpfen. Dann können wir hier uns auch reinbegeben. Die Maschine, so wie ich das noch weiß, wird dann anschließend Wartungsarbeiten durchführen. Oder auch nicht. Und hier sehen wir auch Metal Sonic und die Vorversion. Wie ich auch weiß, gibt es dann auch relativ früh schon für Gamma ein Upgrade. Wie gesagt, Gamma bewegt sich um einiges schneller. Außerdem hat er Rollen, womit er so sich selbst nach der Landung gleich schnell bewegen kann. Echt toll. The shooting range is through this door. Your big brother E101 Beta is there practicing. Enter Gamma. You're not as advanced as Beta is, but you'll do fine. Genau, dann lernen wir auch gleich Beta kennen. Aber erstmal geht's in die Stage Final Egg, wo wir... Destroy the Sonic Titan. Und dann lernen wir auch die Spielmechanik von Gamma hin. Wir müssen alle Knuckles, Tails und Sonic Puppen hier direkt zerstören. Die Mission ist klar. Zerstöre Sonic und seine Freunde. Zerstöre sie alle. Und ganz nebenbei auch ein paar Roboter zerstören. 'Cause that's what I do. Es gibt sogar eine Mission, wo man wirklich alle, aber auch wirklich komplett alle Puppen zerstören muss. Und ironischerweise gibt es nur eine Sonic-Puppe, die man aber allerdings dreimal abfeuern darf. Mission complete. Ja, wir haben meine Puppe zerstört. Wir sind so böse. Darkseid. Genau, nachdem wir unsere tollen Schießübungen hier gemacht haben. Ich habe einen Bug. Cool. Hey Leute, ich habe einen Bug gefunden. Cool. Starten wir mal geschwind. Das Ding neu. Das war jetzt lustig. Das muss ich jetzt sogar im Spiel lassen. Das hat mich sogar jetzt entertained mit einem Bug. Preparation complete.
Genau. Und eigentlich das Tiefgründige bei Gamma's Story ist, wenn man sich diese Dialoge reinzieht, die so zwischendurch erscheinen. Und man merkt eigentlich, dass er durchaus denken kann, für sich selbst denken kann, aber er nun mal Eggman unterstellt ist in allem, was er tut. Und da ist ja auch schon Eggman, den werden wir gleich mal anreden. Good job, Gamma. I didn't think you had what it takes. Meinst du? Aber ich bin ein Roboter. Ich töte. Okay then, Gamma. Here's your test. If you want to stay on board, you must be able to pass it. So pay attention to what I say. Okay. Na gut. The almighty Egg Carrier is a flying fortress that needs a good crew. Come forth, Beta! I'd like you to meet your older brother, E-101. Just call him Beta. I am pitting the two of you against each other, and the winner serves on my ship. I put my bets on Beta, but I owe you at least a fair chance. Wie böse darfst du eigentlich sein, um einen Roboter zu zwingen, gegen seinen gedanklichen Bruder anzutreten? Da merkt man auch wirklich, wie böse Eggman eigentlich ist. Eigentlich ganz einfach, wir müssen von seinen Raketen fliehen und ihn dann halt mit unseren Geschossen anschießen. Bis er irgendwann da down ist. Hohoho, you surprised me, Gamma. I had a funny feeling there was more to you than meets the eye. I hereby grant Gamma permission to serve on board the Egg Carrier. Woohoo! What? So you want to come along with us, eh? Okay, okay. We could always use a spare set of parts, I guess. You have special permission. Aber wie er das formuliert, ne? Ja, ein paar Ersatzteile können wir immer brauchen. Ja. How evil can you be? So, jetzt haben wir unseren Bruder besiegt, Beta. Sind es an Bord des Egg Carriers. Und unsere Aufgabe, die Welt zu zerstören, beginnt. Huhuhuhu. Mit drei anderen Geschwistern. Und da ist unser Herrscher, Dr. Robotnik. You, the elite egg carrier crew, are here today to hear a very special announcement. Behold, it's a tailed frog. Very unique. This frog is absolutely vital to my plans. So übrigens E-102's Thema, Musikthema, das im Hintergrund spielt. Eines der besten Lieder, finde ich, im Spiel. Genau, unsere Mission beginnt. In Station Square sollen wir den Frosch finden und hier haben wir Cream. Oh, eine Großaufnahme, perfekt. Und ja, wir sollen hier den Frosch finden namens Froggy. Unsere erste Station wäre Emerald Coast, Spoiler. Und hätte ich wahrscheinlich davor sagen sollen, ne? Spoiler.
Ich glaube, irgendwie kann man auch als Gamma, kann man glaube einfach irgendwie fahren, aber ich weiß gerade nicht wie. Stimmt, Wasser kann Gamma überhaupt nicht leiden, der schwebt hier einfach durch die Gegend. Eigentlich auch toll. Trotzdem bewegt er sich schnell. Ich sagte, also ich mag eigentlich. Ah, stimmt, man kann als Gamma fahren, sobald man aus dem Wasser rausspringt. Irgendwie so was. Mode Change und. Ich bin ein Auto. Brrr. Genau, und jetzt hätte ich mich noch ein bisschen umgeschaut. Denn für Gamma gibt es ebenfalls ein paar Upgrades. Bin aber nicht sicher, ob es da schon welche gibt. Und hier liegt immer noch unser Stein, den wir damals als Knuckles platziert haben. Und er hat es immer noch nicht gemerkt. Der Spaß hat es immer noch nicht gemerkt. Gut, ansonsten hier gibt es nichts für mich. Ins Rathaus kann ich auch nicht. Burgerbude? Gibt es auch kein Upgrade für mich. Ich bin eine Tötungsmaschine. Beachtet mich nicht weiter. They see me shooting. They hating. Oh, hallo, kleines Mädchen. Oh, danke, dass du es mir erzählst. Mir einer Tötungsmaschine. Er heißt Froggy, verdammt. Das darf ich eigentlich noch gar nicht wissen. Casino? Casino? Kann ich da rein? Nö, schade. Schaugarten möchte ich jetzt auch nicht. Swimmingpool-Zeit! Würde es, wenn ich NPCs anlabern will. Genau, das ist die Absperrung, die darf ich einfach kaputt hauen, kaputt schießen und dann geht's auch schon nach Emerald Coast. Spaßig bei Gammas Mission, wir können hier so viele Dinge anvisieren und Punkte sammeln, die wir jetzt als Gamma nicht unbedingt brauchen, aber so zumindest jetzt in den C-Missionen, aber in den A-Missionen, wo es dann wo wir dann gegen die Zeit spielen, wird es dann dringend nötig, dass wir das machen. Und das Schöne ist, diese Spielmechanik haben sie dann zurückgebracht in Sonic Adventure 2. Ist auch eines meiner Lieblingsteile. Nur spielen wir dann als Tails mit dieser Mechanik. Man kann hier einfach durchrennen, Viecher markieren und anschließend direkt weiterlaufen, sobald man geschossen hat. It's a big load of fun! Ähnliches Prinzip gibt es auch bei Astrobeat, habe ich übrigens auch schon geletsplayed, könnt ihr euch auch schon reinziehen. Ist ein bisschen länger her, da war es noch mit altem Mikrofon, aber still a lot of fun. So, und Froggy haben wir jetzt auch schon direkt erwischt. Und damit gehen wir jetzt zu Eggman und werden uns unsere Bewohnung holen. Plötzlich Story passiert. Oh mein Gott, Story is happening. Oh my God, where are we? I cannot compute. Illogical. Must determine location. Accessing data. No data found. Location unknown. This presents a problem. Ja, ich mag auch generell die Dialoge von Gamma, weil man da einfach merkt, hier Roboter. Man merkt einfach, dass er ein Roboter ist. Aber man merkt auch, wie er einen eigenen Gedankengang aufbaut, so mit der Zeit.
Und Fraps spackt schon wieder rum. Ich starte mal neu. So, auf ein neues. Und ich hätte mich gleich mal in der Stadt umgeschaut. Und Fraps spackt gleich wieder rum. Was ist jetzt hier los, Junge? Fraps mag heute nicht das tun, was ich will. So, auf jeden Fall begeben wir uns hier jetzt auf die Suche nach einem Upgrade. Ich habe jetzt gerade gemerkt, wie man denn hier den Modi wechselt. Zwischen Laufen und Rennen. Einfach lange genug rennen, also lang genug laufen. Und dann wechselt Gamma automatisch seinen Bewegungsmodus. In dem Bewegungsmodus können wir allerdings keine Treppen hochlaufen. Sprich, wir müssen dann wieder auf unsere Beine. Tum, 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 tum. Sprich, der kann seinen Modus hier, seinen Bewegungsmodus nicht ändern, während ich hier Treppen rumlaufe und so. Doch nichts für mich zu entdecken, zumindest. Beachtet mich nicht, ich bin nur eine gigantische Tötungsmaschine auf mitten in antiken Ruinen. Beachtet mich nicht. So. Jetzt auch schon zum Schreien. Scheint beten die Chao den Schrein an. No, don't go any closer. I'm sorry. I see you must not be one of them, huh? Did you notice the presence guarding these children? He's a very loving and gentle creature. These little creatures are too vulnerable without its protection. This protection allows them to continue singing in peace. Even I was surprised the first time I saw him. Now my father is trying to take their sacred home. It seems his heart is closed off to us all. My true hope is that someday we'll understand each other. Ist gleich mal zu sagen, gerade diese Szene eben, die... No, here's the real one. My frog is the right one. Na, diese Szene lässt auch Gamma überlegen, für was er eigentlich eintritt. Bringt alle verschiedene Frösche. Ah, Dummies, 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 Dummies! None of you got the right one. We must find the frog with Chaos's tail. That same frog has also swallowed a Chaos Emerald. Huh? Ah, there it is! Right there! I'm proud of you, Gamma! Wir sind die beste Erschaffung, Eggmans! Yes, we are so happy! All you worthless hunks of junk, be gone! So, unsere ganzen Brüder sind jetzt alle verschwunden. Alle weg. Und Eggman gibt uns eine neue Aufgabe.
Und sorry an der Stelle für den Jump Cut eben. Mein Fraps hat mal wieder gespackt und das mitten in der Cutscene. Und wir begeben uns aus Versehen in den falschen Raum. Wegen der bewegenden Plattform. Mehr oder weniger. Und erblicken etwas Schreckliches. Da liegen einerseits Teile von Beta. Und Beta wird umgerüstet. Nur noch ein Schatten seiner selbst von damals. This is the wrong room. Aber es ist halt ein Roboter, er kann keine Gefühle äußern in dem Sinne. Schaut trotzdem einen Anblick, der ihn auf jeden Fall etwas zeichnet. Genau, und jetzt geht es in den richtigen Raum, da wo Amy aktuell gefangen ist. Und wie, die hat schon eine High Record. Kann doch gar nicht sein. Die ist noch gefangen, Leute. Naja, da sieht man wieder, wie faul man doch am Ende war. Mit den kleinen Änderungen hier. Ist aber nicht weiter wild. Wir kommen jetzt in diese Cutscene, wo wir auf Amy treffen werden. Die zusammen mit dem Vogel eingesperrt ist. Give me the bird. I said no. Why not? None of your business, why not? I want to know why you want it. Data unavailable. You don't even know? I bet you'd be mean to him, you bully. Instead, don't you know how bad I feel? It's not compute. Why try to save that which is useless to you? Does not compute. I feel sorry for you. Eggman failed to give you feelings. Wait a minute, Birdie! Get going! Here. Hurry, we'll be arriving at the Mystic Ruins base soon. So, you're not like those other robots, huh? You truly are a good person inside, aren't you? I guess we can be friends then. Take care, okay? Oh, Gamma ist ein netter Kerl. Gut, wussten wir schon von Amys Story, aber jetzt haben wir nochmal das ordentlich gemerkt. Da gibt's für uns hier sonst nichts mehr zu entdecken. Hätte uns gedacht, vielleicht gibt's ein Upgrade oder zwei oder drei oder vier. Auf jeden Fall, das wär's jetzt erstmal zu diesem Part. Wir sehen uns im nächsten Part von
Sonic Adventure 1 Let's Play wieder und machen dann bei Gamma Story weiter. Bis dann, macht's gut und tschüss.